Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreativliebe. Heute wollte ich euch mal, das hatte ich ganz am Anfang, also vor längerer Zeit schon versprochen, wie man mit Fotopapier, das hatte ich in meinem letzten oder vorletzten Haul, ich verlinke ihn euch wieder oben, einen Kartenhintergrund gestalten kann. Und da habe ich euch ja schon gesagt, das möchte ich euch gerne zeigen, weil wir damit echt schöne Sachen hinbekommen und man damit auch schöne Karten gestalten kann. Und ich werde euch jetzt heute einfach mal nur zeigen, in einem ganz schnellen Video, wie das Ganze funktioniert, was ihr dafür braucht. Und die Karte dazu, das wird dann im nächsten Video sein, weil da habe ich mir was ganz Besonderes für euch ausgedacht. Da habe ich was gezeichnet für euch, was ihr auch als Vorlage hernehmen könnt. Und das machen wir mit Washi-Tape. Also ihr dürft gespannt sein. Das wird entweder auch noch heute kommen oder dann morgen, je nachdem, wie ich es schaffe mit dem Bearbeiten. So, als Grundausstattung betitel ich es mal so. Also ich habe jetzt hier meine zwei Arbeitsmatten, weil ich mir meinen Tisch schon ein bisschen eingesaut habe. Und eine, so eine Klarsichtfolie mir hergerichtet. Dann braucht ihr das Fotopapier. Das ist jetzt hier vom Action für 1,42. Das packt man doch mal nochmal zur Seite. Und dann braucht ihr noch bunte Tintenpatronen. Die sind jetzt hier vom Teddy. Die kosten 1 Euro. Und dann braucht ihr noch irgend so einen, Wasserzerstäuber. Ob das jetzt eine Sprühflasche ist oder hier, ich habe so ein kleines, füllt man normalerweise Parfüm rein in das Ganze. Das gibt es beim DM. Das habe ich jetzt hier als Zerstäuber genommen. Das braucht ihr. Dann braucht ihr eine spitze Schere, um die Tintenpatronen aufzustechen. Und man sieht es vielleicht, ich habe mich schon ein bisschen eingesaut. Deswegen würde ich auch einmal Handschuhe empfehlen. Und die ziehe ich jetzt mal an. Also es wird jetzt hier kein schöne Hände-Video, sondern die sind heute verpackt in Handschuhen. Sondern es wird ein Hintergrundvideo. Und zwar, also wir starten einmal mit dem Fotopapier. Bei dem Fotopapier sind drin, jetzt muss ich gerade einmal spicken, 20 Seiten. Da bekommt ihr viele Hintergründe raus. So, und dann nehmen wir uns jetzt einfach mal zwei Seiten aus der Verpackung raus. Also beim Fotopapier gibt es eine matte und eine glänzende Seite. Wir brauchen die glänzende Seite. Und jetzt nehme ich mir mal meine Schneidemaschine. Wer jetzt keine Schneidemaschine hat, kann natürlich auch einfach das mit Lineal und Bleistift sich vorher anzeichnen und dann schneiden. Also da seid ihr komplett offen. So, und zwar gehen wir jetzt her und schneiden unser Papier einfach einmal in der Hälfte durch. Und also bei 14,8, das sind so die gängigen Kartenmaße. Und dann bei 10,5 nochmal. Bei Zuschneiden, wenn es eine Mattung werden soll oder ein Kartenaufleger oder sonst irgendwas, das kann man immer nochmal. Aber das sind so jetzt die gängigen Standardmaße. Und wenn das mal nicht ganz passt oder ihr mal nicht ganz genau geschnitten habt, ist es nicht weiter dramatisch. Also ihr könnt das alles im Nachgang nochmal auf eure Bedürfnisse dann zuschneiden. So, dann haben wir das erste Blatt schon mal geschnitten. Dann, schneiden wir hier nochmal. Auch auf 14,8. Auf 10,5. So. Tadana. Und jetzt haben wir im Grunde 8 Stücke mit Fotopapier. Und die wollen wir natürlich jetzt noch gestalten. Verzeihung, ich wackele jetzt bei euch etwas. Ich schaue noch mal gerade, ob ihr noch einigermaßen gerade seid. Ja, ihr seid noch gerade. Und ich hole euch jetzt mal etwas ran zu mir, damit ihr das auch vernünftig sehen könnt. Und zwar nehmt ihr euch am besten auch ein bisschen Schmierpapier zur Hand. Legt euch das einmal verteilt über euren Tisch, weil da werden wir das jetzt später drauflegen zum Trocknen, dass euch da nicht den Tisch voll säppelt. So, also,
Und dann gehen wir hin und nehmen uns die Farben, die wir möchten. Also ich werde jetzt starten, weil wir für unsere Karte, die ich mir überlegt habe, einen blauen und grünen Hintergrund brauchen. Und ihr gebt jetzt einfach 3-4 Tropfen blaue Farbe und einfach ein bisschen grüne Farbe auf eure Matte. Und jetzt geht ihr mit diesem Verstäuber hin und sprüht aber bitte nicht seitlich was, sonst sprüht ihr euch alles voll. Von oben sprüht ihr euch das Wasser drauf und könnt es auch ruhig so ein bisschen ineinander sprühen. Und das macht es auch nichts, wenn es jetzt ein bisschen mehr Wasser ist. Das Fotopapier nimmt gut auf. Und ihr seht, ich habe jetzt hier ein bisschen seitlich gesprüht. Das ist sogar hier jetzt schon drauf. Also sprüht mir wirklich gerade, weil ihr saut euch alles ein. So, und dann müsst ihr im Grunde nur noch hergehen und müsst euer Blatt einmal mit der glänzenden Seite nach vorne da drauflegen. Dann müsst ihr ein bisschen hinditschen und dann könnt ihr euer Blatt auch schon wieder abziehen. So, erster Hintergrund. Und das muss gar nicht irgendwie gleich sein oder muss schön sein oder muss sonst irgendwas sein, sondern es darf ruhig ausgefallen und anders und ja, lustig sein. So soll ja ein Kartenhintergrund ausschauen. Das soll ja was ein bisschen Spezielles sein. Und so verfahrt ihr jetzt einfach mit euren ersten 4 oder so vielen ihr wollt. Ihr könnt ja das zu Hause in einem Umfang machen. Da mische ich mich gar nicht ein. Und wenn ihr den ganzen Tag Kartenhintergründe gestaltet, dann tut das, wenn euch das glücklich macht. So. Also ihr seht, das sind alles 3 unterschiedliche Karten geworden. Jetzt ist mir hier ein bisschen die Farbe ausgegangen. Ich nehme jetzt einmal nochmal einen Tropfen Blau und nochmal einen Tropfen Grün und lasse die sogar so ein bisschen ineinander laufen und sprühe wieder von oben drauf. So. Und gehe jetzt hier einmal hin, dort einmal hin und lasse jetzt einfach so ein bisschen das verteilen. So. Und der zweite, der dritte, der vierte schon. Der vierte Kartenhintergrund ist schon fertig. So, und jetzt wollen wir noch mit einer anderen Farbe arbeiten. Normalerweise würde ich das jetzt nicht machen, sondern ich würde die Tinte einfach nochmal mit einem anderen Fotopapier aufbrauchen. Da ich aber jetzt mit einer anderen Farbe nochmal euch das zeigen möchte, um einfach euch nochmal einen anderen Effekt zu zeigen, werde ich das jetzt hier immer Ich habe ja hier mein Stativ drauf stehen, deswegen schaukelt es bei euch immer so. Und das steht jetzt auch noch gleichzeitig auf den Matten. Was heißt, ihr werdet jetzt auch noch hier rumgeschoben. So, also so ein Küchenpapier bei der Hand zu haben, ist gar nicht so übel. Das schadet nicht. So, das schmeißen wir gleich weg. Sonst gibt es eine super Sauerei. So, seht ihr mich noch? Ja, gut. Dann habe ich mir überlegt, nochmal mit Rosa und Gelb zu arbeiten. Warum? Das werde ich euch im nächsten Video, also ihr dürft gespannt sein, im nächsten Video erklären, weil ich habe echt eine coole Karte geplant, die gerade so Frühling schreit, im Grunde schon. Und wir brauchen einmal so ein bisschen blauen Hintergrund und ja, immer so ein bisschen pastellfarbigen Hintergrund. Deswegen habe ich mir gedacht, probieren wir das jetzt hier einfach nochmal. Also ich mache das schon hier länger, also ich... Nicht das erste Mal, dass ich diesen Kartenhintergrund gestalte. Und ich dachte nur, ich teile es mal mit euch. Um euch mal zu zeigen, wie einfach ihr das zu Hause hinbekommen könnt. Und schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Und natürlich ist am Anfang immer ein bisschen mehr Intensität drauf, weil einfach mehr Farbe auf dem Blatt ist oder auf dieser Folie ist. Aber umso öfter man das da eintunkt, umso weniger Farbe ist ja noch drauf. Und wenn ihr es ja weniger stark wollt, dann müsst ihr das einfach nochmal gut mit Wasser eben verdünnen. So, jetzt könnte man hergehen und könnte sagen, so, mir ist jetzt hier zu wenig rosa. Ich nehme jetzt einfach nochmal rosa und sprühe nochmal ein bisschen und tauche jetzt hier das Rosane noch mal ein. Schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Also, super coole Hintergründe können wir gestalten. So, jetzt geht uns der Platz aus. Jetzt müssen wir einmal umdisponieren. So, und das Gelb brauchen wir noch mal. Da tröpfeln wir jetzt hier noch mal lustig drauf los. Und wenn ihr sagt, ihr wollt mal eins haben, wo ein bisschen Gelb auch zu sehen ist, dann
Ja, geht doch einfach her und legt jetzt hier einfach mal drauf und verdünnt es mal gar nicht mit Wasser. Geht genauso, ne? Und ich muss sagen, das trocknet auch wirklich schnell, diese Farbe. So, und schaut her. Und ihr könnt immer noch mal nachtunken, ne? So, jetzt ist da noch ein bisschen was frei und fertig. Also so einfach, so schnell könnt ihr echt tolle Kartenhintergründe gestalten. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Gelb drauf. Und ein bisschen rosa. So. Also das, mehr wird es heute nicht werden. Sondern ich wollte heute euch einfach nur noch mal zeigen, wie ihr das macht. Und diese Kartenhintergründe, wie versprochen, kommen entweder heute oder morgen. Das weiß ich noch nicht. Das Video ist schon in der Umsetzung sozusagen, ist schon geplant. Kommt dazu noch mal eine Karte. Und da werden wir ganz tolle Frühlingsmotive machen. So. Und dann sind wir für heute auch schon fertig. Also ihr seht, so könnt ihr ganz tolle Kartenhintergründe gestalten. Ich nehme mal eins, was vielleicht schon ein bisschen, naja, ist auch nicht ganz trocken. So, so könnt ihr ganz tolle Kartenhintergründe gestalten, ganz egal, ob das jetzt blau ist, also nur blau, in so rosa, orange, gelb gehalten oder in blau-grün. Also da könnt ihr komplett variieren mit den Farben, die eben in dieser Box vom Tidi enthalten sind. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid schon gespannt auf die Karte, die kommt. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt mir gesund und wie immer einen schönen Tag und bis dann.